Wir sind zurück auf dem Fyronix Esports Channel mit der Folge 4 der KSC-Karriere. In der letzten Folge ist ja ein bisschen was Außergewöhnliches passiert. Nicht unbedingt zugunsten von uns, denn wir haben zu Hause 0:3 verloren gegen Rostock. Zwar Elversberg im Pokal geschlagen, ja, dafür auch den HSV. Es war alles eigentlich angerichtet, aber die 3:0 Klatsche zu Hause im Wildpark hat das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht. Nach dem 4:4 am Anfang gegen Schalke stehen wir in der Tabelle jetzt halt nur auf Platz 12. Nur in Anführungszeichen. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Wir wollen jetzt auf jeden Fall Fuß fassen in dieser Folge, in dem großen Freundschaftsderby. Die Fanfreundschaft zwischen Hertha und dem KSC ist natürlich unfassbar präsent. Die haben hier halt allerdings 3 Spiele, 3 Siege, 6 eigene erzielte Treffer, das ist der zweitbeste Wert, und halt 0 Gegentore. Naja, es wird alles andere als ein Kinderspiel für uns, aber in dieser Folge auch noch das Ende der Sommertransferphase, später dazu mehr, bloß danach das große Derby gegen Kaiserslautern. Wir werden beide Spiele selber spielen und natürlich dann gucken, dass man die Sommertransferphase zu Ende bekommt. Vielleicht simulieren wir dann auch noch gegen Braunschweig, kann ich euch noch gar nicht zu 100% sagen, aber auf jeden Fall heißt es hier noch ein bisschen was auf dem Konto. Vielleicht verpflichten wir noch einen Spieler fest, der ausgeliehen ist, aber ansonsten haben wir soweit bereits unsere Transferphase über die Bühne gebracht. Paul Nebel wechselte für 2,3 Millionen fix von Mainz zu uns. Lannert kam dann hier von Bielefeld für 700.000, Janda für 1,1, also von Duisburg. Wir haben Noah Katterbach letzte Woche verpflichtet für 250.000 mit Philipp Heise im Tausch. Absolut krasser Deal, also ein größeres Schnäppchen hätten wir nicht machen können. Und die Rückholaktion von Benjamin Goller für 1,5 Millionen ist auch geglückt. Heißt also, wir brauchen keine großen externen anderen Spieler. Wenn, dann wollen wir intern schauen, dass wir einen Spieler fest verpflichten, wo aktuell halt eben nur ausgeliehen ist. Und somit sind wir jetzt dann hier im Olympiastadion Hertha BSC gegen den Karlsruher SC. Wir in den weißen Trikots und das, was dann farblich einfach am besten auseinanderhalten kann, habe ich gedacht, komm, spielt doch Hertha einfach mal in Rot. Ich denke, auch in ganz Blau wäre das kein Problem gewesen, aber ihr wisst ja, denke ich, dass wir es einfach so besser auseinanderhalten können. Hier ist Winkler, hier ist Jonjo Kenny und wir kommen mit dem ersten Tackling hier fast zur Balleroberung. Rossmann also, wir brauchen genau solche Situationen, wir brauchen schnelle Gegenstöße und das hier ist Rossmann und das ist so ein gerade eben prophezeiter Gegenstoß. Schleuserner Stindl in der Mitte, der ihn leider ganz knapp verpasst. Aber wir sind nicht chancenlos. Natürlich ist Hertha perfekt reingestartet, aber wir können heute definitiv auch Spaßverderber sein. Nicht aber, wenn Hertha direkt das erste Mal kommt über Florian Niederlechner. Nee, es ist Fabian Reese hier. Finde ich sogar ganz geil. Kann man optisch auch dann ordentlich zuordnen, denn so sieht er auch in der Realität aus, zumindest auch mal gemessen an der Frisur. Jetzt aber schöner Aufbau hinten raus. Tiede gibt die Kugel wieder viel zu leicht her. Oh Mann, der Anfang ist wieder irgendwie nur so Verwaltungsmodus. Jetzt kommt Lukoki, der geht hier auf Außen durch, macht das gut. Fabian Reese, ehemaliger Spieler auch vom KSC, meintet ihr zuletzt in den Kommentaren, wieder auf Lukoki. Und da müssen wir jetzt mit Tiede aufpassen, denn der Ball ist bei Jeremy Duziak und dann am Pfosten. Da hat Reves ganz viel Dusel. Wanicek mit der Balleroberung. Dann ist es Paul Nebel kurz auf Stindl und Nebel ist dann wieder in Position. Probier's selber und dann ist es kein Foul. Das ist gut verteidigt hier, ich glaube von Rogel oder war das dann doch wieder Lukoki? Ich kann es euch gar nicht genau sagen, aber auf jeden Fall muss das eigentlich eine Großchance werden. Die nächste wartet jetzt direkt, Lars Stindl und Ernst mit einer Glanztat. 21. Minute, nein, es ist Gersbeck, der tatsächlich hinten drin steht, nicht mehr Tjag Ernst. Gondorf jetzt hier beim Eckball. Der ehemalige Keeper ist ja, ja, anfangs der Saison von uns dorthin gewechselt. Also nicht im Spiel, sondern in der Realität. Und dann gab es ja, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, ein ewiges Hin und Her. Mittlerweile ist er aber wieder zurück im Profikader. Hier kommt Tiede, Paul Nebel mit dabei. Aber wir konnten uns leider dafür jetzt noch nicht belohnen. Ansätze waren aber da. Wir finden jetzt auch in dieses Spiel. Das ist gut gespielt. Das ist Fabian Schleusener. Und das ist die 31. Minute. Und das ist die Führung für den KSC. Es ist das erste Gegentor für die Hertha in der laufenden Spielzeit. Am 4. Spieltag ist es dann also soweit. Und ja gut, Fabian Schleusener. Schön gespielt, direkt über außen mit schönen Doppelpässchen oder auch mal so einem Dreiecksspiel. Und dann laufen wir einfach perfekt in Position. Das ist ein super Ball. Und dann Schleusener. Ja gut, gute 16 Meter hier. Eigentlich spitzer Winkel. Gersbeck hat auch die Ecke. Logischerweise ist aber chancenlos, denn das Ding schlägt unhaltbar hinten ein. 4. Spiel, 4. Tor. Schleusener bleibt weiter in seiner 100%-Quote. Viel ist dann nicht mehr passiert. Ein kämpferisches Spiel und wir finden immer besser rein, machen das wirklich gut. Noah Katterbach und Rossmann auf Außen, das harmoniert auch super. Gefällt mir wirklich richtig gut. Und das hier ist auch ein ganz klares Foul. Müsste dann wahrscheinlich auch die gelbe Karte geben. Katterbach sieht hier Rossmann und dann wollte ich gerade auf Schleusener spielen. Verspringt dem Youngster hier der Ball so ein bisschen. Aber egal, wir sind in den Zweikämpfen, wir sind präsent. Und auch die Hertha hat sich tatsächlich schon ein bisschen ungeduldig bewiesen. Denn Winkler hat auch schon die gelbe Karte gesehen. Kam da deutlich zu spät in einen Zweikampf. Auch hier wird es jetzt dann bei der nächsten Unterbrechung natürlich die weitere und zweite gelbe Karte für Hertha geben. Hier ist jetzt Reese. Tiede ist an ihm dran. Trotzdem macht das Reese richtig gut. Wir klären das Ding und dann sieht es hier Jeremy Duziak. Okay.
52. Minute. Vielleicht auch eine wichtige Info für uns, dass wir genau bei den gelb-vorbelasteten Spielern so ein bisschen öfter unterwegs sind und vielleicht auch so ein bisschen provozieren, dass eine gelb-rote Karte und damit dann die Überzahl für uns drin ist. Aber wir dürfen das gar nicht zu laut sagen, denn auch Bormut hat gelb und ihr wisst ja, so gelb-rot als Innenverteidiger kann schon auch mal passieren. Das Spiel neutralisiert sich wirklich komplett zwischen beiden 16ern. In den jeweiligen 16ern, ganz egal ob bei uns oder bei Hertha, passiert aktuell gar nichts. Heißt, es gibt auch nichts Nennenswertes für euch. Ist für uns aktuell aber völlig in Ordnung, denn wir führen mit 1:0 und haben damit auch gar keinen Zugzwang. Jetzt vielleicht mal Tide. Jetzt im Rückraum haben wir hier Gondorf. Der soll es einfach mal probieren. Da fehlt zwar ein guter Meter, aber es ist endlich mal wieder eine Annäherung. Vierfachwechsel, Rossmann geht raus, unter anderem jetzt Goller mit seiner Premiere endlich wieder zurück im KSC-Trikot. Genauso kommt aber auch Matanovic. Wir bringen genauso auch Jan damit ins Spiel. Und für hinten links kommt Herold anstelle von Noah Katterbach, der hart gekämpft hat, der wirklich ein super Spiel macht. Aber trotzdem, er ist dann halt auch irgendwo kaputt gewesen und deshalb haben wir ja auch Auswechselspieler, die eigentlich im besten Fall genau auf Augenhöhe sind und somit 1:1 dann dafür ins Spiel kommen können. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, das ist glaube ich noch immer kein Abseits, das war zwar ganz, ganz spät gespielt, war dann doch Abseits, aber Goller scheiterte dann sowieso, ja, okay, ist dann doch recht deutlich Abseits. Ja, wobei, geht eigentlich. Nochmal die Hertha, 83. Minute, Bormuth hat die Kugel hinten und dann geht es schnell auf Benjamin Goller. Der ist natürlich jetzt noch frisch und kann sich vielleicht im Laufduell durchsetzen und dann ist es eine ganz klare gelbe Karte. 85. Minute, Goller liegt am Boden, macht auch hier nochmal ein bisschen Zeitspiel, aber das war natürlich auch völlig gerechtfertigt. Hier das erste Foul und hier dann das zweite. Schade, dass wir mit Goller da nicht vorbeigetankt sind, das wäre auch irgendwie richtig geil gewesen. Jetzt aber aufpassen, nicht zu hoch stehen, denn es ist jetzt hier die letzte 5-Minuten-Phase. Es ist die Crunch-Time und das ist die nächste Chance, dass es Herold im Rückraum ist. Einer mit dabei, abgefälschtes Ding und dann haben wir Glück und dann trotzdem Gersbeck mit einer Glanztat. Das war die Chance aus 2:0 auf die Vorentscheidung. Wenn auch ein bisschen glücklich, wie die Kugel dann nochmal zu Matanovic gesprungen ist. Aber trotzdem, da hatten wir die Chance auf 2:0 zu stellen. Jetzt steht es weiter noch 1:0. Gondorf kommt nicht in den Zweikampf. Wir brauchen alle Mann jetzt hinten mit dabei. Und da haben wir Janda. Was für ein geiles Tackling. Und damit die Balleroberung für uns. Und dann geht's über Janda und Paul Nebel direkt wieder in Richtung gegnerischen 16er. Paul Nebel hat noch immer die Kugel, bringt den leider nicht rein. Dafür Kempf und Janda, nächste Balleroberung. Und dann aber wieder der Ballverlust. Also es ist jetzt ein absolutes Drama. Wir sind deutlich drüber. Und das taktische Foul zählt nicht mehr. Wanicek, der hat, glaube ich, die Vorlage für Schleusener gegeben, der heute, wie auch zuvor in der letzten Folge gegen Elversberg, wieder mal Matchwinner ist. Was soll ich sagen? Der Typ ist absoluter Wahnsinn. Hier trägt irgendjemand Unsichtbares den Ball. Wir gewinnen mit 1:0 im Olympiastadion bei der Hertha. Dennis Burnic hatte tatsächlich eine Freigabesumme bei uns im Vertrag. Die will ich jetzt entweder erhöhen oder rausnehmen. Ja, komm, wir lassen sie einfach mal drin, denn das sind gute 1,2 Millionen mehr als die, die vorher drin war. Und der SV Elversberg hat die gerade eben gezogen, hat sich gemeldet, 2,35 Millionen Freigabesumme gezogen. Nee, will ich aber ehrlich gesagt nicht. Vielleicht verzichtet er ja auch noch im Umkehrschluss auf ein bisschen Gehalt. Macht er zwar nicht unbedingt und wenn, dann nur minimal, was aber trotzdem in Ordnung ist. Denn Burnic hat zwar jetzt verlängert, ohne eine weitere Vertragslaufzeit, nur halt mit einer höheren Freigabesumme. Weshalb wir haben Stand jetzt die Sicherheit, dass er nicht nach Elversberg wechselt. Spielt zwar nicht die größte Rolle bei uns, aber trotzdem, weiterer Verkauf muss ehrlich nicht sein. Ich war gerade eben dann auch in Verhandlungen mit dem FC Bayern München. Es ging dabei um Herold. Der hat einen Marktwert von 1,6 Millionen. Wir haben aber gar nicht mehr so viel Geld auf dem Konto. Die wollten auch Dennis Burnic im Tausch. Der wird sich selber vielleicht auch gedacht haben, hey, beim FC Bayern München zu spielen, ganz geil. Habe ich aber erstmal noch abgelehnt. Das heißt, es wird jetzt tatsächlich nichts weiteres mehr auf dem Transfermarkt passieren. Die Mannschaft, die ihr aktuell im Hintergrund seht, der komplette Kader, den ihr jetzt auch hier nochmal mit Ersatz und natürlich Reservespieler seht, der ist und bleibt unverändert genau auf diesem Level. Denn wir haben ganz gut eingekauft, wir sind auch recht zufrieden und im Winter wollen wir ja vielleicht im Umkehrschluss natürlich auch nochmal ein bisschen was machen. Wenn sich dann hier Katterbach, Bormuth, Kobalt, also mit Tide die komplette Viererkette nochmal verbessert, haben wir hier auch dann überall die 7 vom Gesamtrating. Ich denke, ganz unrealistisch ist das auf jeden Fall nicht, was aber auch ganz egal ist, denn jetzt müssen wir hochfahren. Wir haben gar keinen Grund, irgendwas zu ändern. Wir spielen zu Hause natürlich im Wildpark. Warum das nicht oben angezeigt wird als Name, kann ich euch nicht sagen, aber auf jeden Fall steht es hier 0:0 um 13 Uhr und das heißt auch, es ist ein absolut Derby. Nach dem Freundschaftsduell gegen Hertha kommt es jetzt zum Derby. KSC gegen Lautern und wir wollen natürlich genauso weitermachen. Erfolgreich weiter Fußball spielen, wie wir das gegen Hertha in dieser Folge begonnen haben. Wir also in den Heimtrikots, hauptsächlich in Blau mit weißen Akzenten und auf der anderen Seite haben wir Kaiserslautern, die roten Teufel aus der Pfalz, natürlich traditionell in Rot. Hier haben wir Noah Katterbach, der hat da direkt mal irgendwie eine Idee. Vor ihm dann hier Soldo, auch ehemaliger Spieler vom 1. FC Köln und Katterbach tankt sich durch. Katterbach, Abschluss! Gute Parade hier von Lute wahrscheinlich. Ich denke, er muss ihn dann aber auch halten. Aber keiner hat irgendwie eine Idee, was der Katterbach hier vorhat. Kopfball, nächste Chance.
gute Sache hier, das ist Andi Lute, ja, definitiv. Auf der anderen Seite aber hier jetzt wieder Vanicek, wieder sind wir da. Wieder aber ist der Ball nicht drin. 5 Minuten gespielt, 2 gute Dinger mit dabei, Kopfball von Stindl und die Chance natürlich zuvor von Katterbach. Und Lute, 2 von 3 Abschlüssen musste er parieren. Der dritte ist dann hier durch Rossmann, war das wahrscheinlich gerade eben, knapp am Tor vorbeigegangen. Aber trotzdem, wir kommen super gut in diese Partie, verlagern wieder auf Katterbach. Der ist heute in guter Form und dann ist es Schleuse. Na und wieder er, 7. Minute. Die Powerplay-Phase vom Anstoß weg wird jetzt direkt belohnt. Katterbach mit seinem ersten Assist und Schleusener trifft natürlich auch mal wieder in einem Spiel. Wie soll es auch anders sein? Der Mann ist absolute Weltklasse und wie auch bereits in der Karriere in FIFA 23 der Erfolgsgarant schlechthin mit dem nötigen Klunk, denn Zvanimir Soldo war da, glaube ich, noch dran. Und dann ist der Verteidiger auch kurz davor, Tomjak hier noch ranzukommen. Und Lute sieht auch nicht ganz so gut aus. Naja, haben ein paar Zufälle mit reingespielt auf jeden Fall. Wieder läuft oben Noah Katterbach gegen Soldo. Setzt er sich durch. Und was macht Soldo hier? Noah Katterbach, das ist seine 2. Chance. Und diesmal sein 1. Tor. 23. Minute. Lautern ist auf hinten rechts sowas von anfällig. Und wir nutzen das ein 2. Mal aus. Noah Katterbach doppelt das Scorerpunkt heute. Denn die erste Vorlage für Schleusener war ja dann tatsächlich zielführend fürs 1:0. Und hier tankt er sich gegen Soldo durch. Vorarbeit von Vanicek bereits auf Mittelfeldhöhe und dann mit dem starken linken Fuß ins lange Eck. Ähnlich eigentlich auch wieder so von der Optik wie das Tor von Schleusener. Es steht 2:0. Es ist absolut verdient, denn von Lautern kommt weiterhin gar nichts. Wir stehen defensiv so unfassbar souverän. Wir lassen gefühlt auch gar nichts zu. Noah Katterbach vorne wie hinten absolute Weltklasse. Und dann marschiert er auch hier schon direkt wieder, findet aber diesmal Rossmann. Und Soldo, der ist heute alles andere als gut drauf, hat hier keine Chance gegen Rossmann. Rossmann! Oh, da fehlt ein guter halber Meter. Nächste Chance für uns. Katterbach wieder für Rossmann. Der tankt sich jetzt in den gegnerischen 16er. Da ist Schleusener, legt noch einmal ab und dann ist es Lars Stindl. Und dann ist es das 3:0 in der 35. Spielminute. Lautern desolat und wir absolut Weltklasse. Jetzt hoffe ich, dass wir so eine kurze Siegesphase haben, die gerne natürlich auch länger andauern darf. Denn wir wollen uns jetzt langsam oben festsetzen. Rossmann macht das gut. Schleusener uneigensinnig, hat den Überblick. Stand ja auch zuvor mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Ja, Stindl ganz im Gegenteil. Der hat natürlich den kompletten Blick. Schleusener noch durch die Beine. Ja, gut. Also es läuft halt dann auch alles für uns, aber weil wir was dafür tun. Ja, es ist ein richtig gutes Spiel. Katterbach mit der nächsten Balleroberung und dann zieht er natürlich auch wieder das Tempo an und wird wieder gesucht von Schleusener. Das ist Noah Katterbach, im Rückraum ist Lars Stindl, der probiert es aus der Distanz und prüft Lute. Und damit geht es mit diesem 3:0 in die Pause, was dieser Noah Katterbach hier heute hinten links spielt. Das ist Ballon d'Or würdig, ja, ganz ehrlich, vielleicht übertreibe ich, gut, es ist ein Linksverteidiger. Aber es ist ein absoluter Wahnsinn. Also kaum zu stoppen. Lars Stindl mag schon sein, aber keiner ist heute besser als Noah Katterbach. Defensiv 3 1-gegen-1 Duelle, alle für sich entschieden. Er hat, ich glaube, 1 Vorlage, 1 Tor und hat das 3. selbst außen mit eingeleitet. Gibt es was Besseres? Ich glaube fast nicht. Schleusener für Stindl. Stindl hat die nächste Chance und wieder das nächste Tor. 50. Minute, 4:0. Kaum zu stoppen. Gut, das trifft jetzt schon auch irgendwo auf diesen absoluten Topspieler zu. Und ich traue es mich gar nicht zu sagen. Aber Balleroberung in der eigenen Hälfte, Noah Katterbach. Und dann kam der Ball kurz für Rossmann, der wieder auf Noah und der dann halt auf Schleusener und der auf Stindl. Also 2 Stationen vor dem Abschluss war wieder mal unser Linksverteidiger. Also ich will gar nicht wissen, wenn man hier einen Counter einblenden würde. Noah Katterbach, Noah Katterbach, Noah Katterbach. Da sind wir wahrscheinlich bei 20 oder 30 Mal bereits den Namen, den wir ja ausgesprochen haben. Bleiben wir doch mal ganz kurz mit dabei, wenn ich ihn denn endlich mal bekommen sollte. Katterbach ist auch wieder in der Defensive und hat wieder mal den Ball. Jetzt kommt Lautern und Treves! Was für eine Parade! Herold für Katterbach, nee, können wir heute nicht machen, denn ich habe echt groß die Hoffnung, dass der vielleicht so wirklich in Richtung 10,0er Bewertung geht. Der macht heute ein so unfassbar gutes Spiel und ich weiß nicht, inwieweit eine Auswechslung dafür sorgen würde, dass dann halt eben das Rating darunter leidet. Noah Katterbach in der Defensive steht da einfach wirklich perfekt und aber nicht nur er, sondern auch unsere komplette Truppe. Die eine Chance, gerade eben, die ihr jetzt gesehen habt, war tatsächlich die bis dato erste für Kaiserslautern, die wirklich nennenswert war. Jetzt Rossmann, jetzt haben wir Stindl und jetzt verlagern wir komplett und machen das auch richtig gut, aber Schleusener vertändelt dann das Ding. Wir werden jetzt dann, denke ich, auch wechseln, aber nicht hinten links, sondern wahrscheinlich in der Offensive. Vorher aber nochmal Stindl, vorher nochmal Schleusener und Paul Nebel auf Außen. Ist es das 5.? Es ist das 5. 78. Spielminute. Machtdemonstration vom KSC. Achso, und falls es euch interessiert, wer den Ball wieder erobert hat, schaut mal ganz kurz hier hinten drauf. Es ist natürlich Noah Katterbach und dann geht der Spielaufbau übers zentrale Mittelfeld. Hier machen wir es dann perfekt nach vorne. Stindl zündet den Turbo, dann Schleusener, oben Paul Nebel.
und dann steht's 5-0. Sieht so einfach aus. Schaut jetzt mal auf die Leistung. Fabian Schleusner 10,0, auch Noah Katterbach 9,8 bei Lars Stindl. Und wir sehen hier Star des Tages. Der Ball ist bei Noah Katterbach, weil er einfach überragend gespielt hat. Das ist sowas von brutal, was der hier heute gemacht hat. 12,6 Kilometer, ist das richtig? Ja, 12,6 Kilometer, auch Wanicek ist diesen Bestwert gelaufen, also das ist ja wirklich brutal. Rossmann 12,4, eine so geile Truppe und Katterbach heute völlig zu Recht Star des Tages, Man of the Match. Wir sind jetzt dann auch offiziell am Transfer Deadline Day und es wird für uns nichts mehr passieren, weshalb wir diesen Transfer Deadline Day dann auch wirklich getrost hier überspringen, denn der Fokus liegt jetzt sportlich auf der Hinrunde in Liga 2, wo wir tatsächlich von der Tabellenspitze grüßen. Und das, obwohl alle Mannschaften 5 Spiele haben. Hertha hat danach auch direkt nochmal unentschieden gespielt. Der KSC steht auf Platz 1, weil wir die beste Tordifferenz haben. Ja, wahrscheinlich dann hier, gut, wir haben die gleiche Tordifferenz wie Hertha, haben dafür aber mehr Tore geschossen. Schalke hat zwar die meisten, aber im Vergleich zu denen haben wir halt dann wiederum die bessere Tordifferenz. Also absolute Rechenspiele. Wir haben 10 Punkte, Hertha hat 10 Punkte, Schalke hat 10 Punkte und auch Hannover. Aber ja, nur 3 Punkte weniger und man wäre halt eben auf Platz 10. Das ist wirklich noch gar nicht aussagekräftig. Wir schauen jetzt aber mal auf den DFB-Pokal. Da treffen wir daheim auf Magdeburg. Geiles Los für uns, denn ich glaube, hier kann man definitiv was holen. Das ist ein liga-internes Duell. Danach gibt es vielleicht sogar noch, vorausgesetzt wir kommen weiter, Spiele wie Aue oder Pauli. Heidenheim, Gladbach, gut, ich denke, da wird es wahrscheinlich schon eher in der richtige Richtung laufen, also dass der Favorit gewinnt. Wir haben dann hier aber noch Schalke, Münster, Osnabrück, Mainz, wir haben Regensburg, Darmstadt, Lautern, Kiel. Also mit ein bisschen Losglück auch noch danach hätte man vielleicht echt noch Chancen, vorausgesetzt man kommt überhaupt gegen Magdeburg weiter, dass man vielleicht auch nochmal, einmal mehr weiterkommen kann im Pokal. Das gefällt mir bis dahin alles so gut, vielleicht sogar fast zu gut. Schauen wir doch nochmal ganz kurz auf die Statistik. Patrick Drewes hat aus 6 Spielen 4-mal die Null gehalten. Stimmt das wirklich? Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie recht oft Gegentore kassieren, aber könnte vielleicht schon hinhauen. Noah Katterbach hier absolut super, eine Bewertung von 7,7. Wir sehen dann auch weiter die ersten Scorer erst im Mittelfeld. Wanicek ein Tor, 2 vorgelegt, Jensen sogar einen eigenen Treffer, Janda eine Vorlage, 2-2 bei Stindl, 1-1 bei Nebel, 0-1 hier bei Rossmann, gut, ist trotzdem echt in Ordnung, Schleusner 6 Tore, 3 Vorlagen, es funktioniert einfach alles, was wir uns halt vorstellen. Es ist ein so guter Saisonstart, der zwischenzeitlich echt mal recht skeptisch aussah, also nicht ganz so erfolgreich, der jetzt dann aber doch wieder recht gut wurde. Ich meine, klar, guckt man auf die Tabelle, brauchen wir uns absolut nicht beschweren. Und mit dem Blick darauf und 2 gespielten Spielen gegen Hertha und Kaiserslautern gehen wir jetzt auch zum Ende der Sommertransferphase, ans Ende dieser Folge. Die nächsten Folgen werden inhaltlich definitiv mit mehr Spielen gestückt, aber trotzdem dachte ich halt, hey, in der Transferphase kann man das vielleicht noch mal ein bisschen aufteilen, mal gucken, was da noch so geht. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, schaltet super gerne am Mittwoch wieder ein, da kommt die nächste Folge und am Samstag vermutlich dann natürlich auch. 2-mal pro Woche, so wie es sich gehört und dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao.